Hallo meine Lieben, ich bin Irina und wir schauen am Sonntag wie immer Liebesbotschaft zum Wochenstart. Oder kann man so sagen, was passiert in deinem Liebesleben für die nächsten 7 Tage? Ungefähr 7 Tage, ab und zu mal spielt sich auch für 10 Tage oder nur für 5. Kommt drauf an, weil das ist doch eine allgemeine Legung. Dann werden wir schauen. So, wir haben 10 Münzen. So, Situation. Irgendwie ein Stillstand sehe ich hier. Und Mangel an, an Wärme, an Liebe, an Gefühle. Ich sehe hier Mangel und Plus. Ich würde sagen, das ist auch bei manchen wird sich deprimierend fühlen. Vielleicht, wie sagt man, du wirst merken, kalte Wetter, keine gute Gefühl, man will sich zurückziehen, aber das wird nicht immer sein, meine Lieben. Das wird so nicht immer sein. Aber irgendwie deprimierend irgendwie fühlt sich das alles. Hier sehe ich auch mehr, meine Lieben. Mehr beschäftigt mit Geld, mit finanzieller Lage. Und ich sehe hier keine richtige irgendwie Gefühle oder Lust auf die Gefühle. Wunsch nach Einsamkeit und Relax. Das sehe ich auch. Ich würde sagen, irgendwie manche von euch, wie gesagt, haben schon genug von der Liebe. Sorry, meine Lieben. Übrigens, Tarot habe ich geschenkt aus der Schweiz bekommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, weil es ist schöne Tarot und sowas habe ich noch nie gehabt. Noch nicht gehabt. Runde, das ist meine erste Tarot. Und das freut mich. Ich glaube, jedermann Geschenke. So, meine Lieben, zusätzlich nehmen wir noch Seelenbotschaft für dich. Kreativität. So viele kreative Talente schlummern in dir. Nimm dir Zeit für sie. Deine Seele braucht einen Ausgleich zu deinem Alltag. Schaut mal, meine Lieben, so wie ich gesagt habe, hier mehr beschäftigt, Mensch beschäftigt ist mehr mit finanzieller und materieller Lage. Darum vielleicht Wunsch nach Einsamkeit, nach Ausgleich, nach irgendwie etwas für sich zu tun. Ich sehe hier ganz ehrlich keine Lust auf irgendwie kennenlernen, mit jemandem ausgehen. Hier ist Energie, Ruhe, Chillen, sich zurückziehen mit warmer Decke, eine schöne Tasse Tee oder Kaffee, aber ich irgendwie vermute ich Tee und schöne Liebesfilm zu sehen, sich auszuruhen. Irgendwie so ganze Woche. Vielleicht manche von euch werden wirklich oder Pause haben oder krank sein oder sogar Urlaub haben. Irgendwie so. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag, Woche. Viel Glück bei der Liebe, aber leider hier Liebe habe ich nicht gesehen. Mehr so Familiengeld, Familiengeschichte. Vielleicht jemand übrigens Erbe bekommt. Das könnte auch sein. So, meine Liebe, alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.